Ja, dann herzlich willkommen, liebe VfB-Fans, zu unserem wöchentlichen Format Fans fragen, VfB antworten. Heute ist hier Morten Rüdiger unser Gast und wird sich die Zeit nehmen, nachdem er eben schon ein paar Fragen für Instagram beantwortet hat, jetzt ein bisschen ausführlicher hier Stellung zu nehmen auf YouTube. Die erste Frage, die reingekommen ist hier, ist ganz einfach: Wie bist du zum Fußball gekommen? Ja, eigentlich durch meinen Vater, der auch schon im Fußball aktiv war, war immer früher schon auf den Fußballplätzen. Und seitdem hat sich das immer ein bisschen weiterentwickelt und ich jetzt spiele immer noch Fußball. Die nächste Frage schließt da gleich daran an. Was sind die Gründe für dich, dass du zum VfB gekommen bist? Einerseits damals in der Jugend und dann auch ja nochmal, nachdem du wieder zurückgekommen bist, dann aus Braunschweig und Erfurt. Ja, einerseits hatte ich früher den Anspruch, möglichst bei der besten Mannschaft zu spielen. Das war dann der VfB Lübeck einfach, ganz klar. Habe dann hier auch gute Saisons gefeiert, gerade mit der A-Jugend-Bundesliga-Saison beziehungsweise den Aufstieg auch in die A-Jugend-Bundesliga. Ja, dann wollte ich aber doch auch ein bisschen was anderes kennenlernen, ein bisschen rumreisen. Und ja, das hat mir sehr gut getan und letztendlich, als die Möglichkeit gab, hier wieder vernünftig hochzukommen, ja, hat mir das auf jeden Fall direkt zugesagt und ja, ich bereue die Entscheidung auf keinen Fall. Sehr schön. Was waren dann die bisher besten Erlebnisse in deiner Karriere? Habe ich ja eben schon ein bisschen angeschnitten, also auf jeden Fall der A-Jugend-Bundesliga-Aufstieg, dann ja, auch in Braunschweig einige kleinere Situationen, wo man einfach das erste Mal Herrenfußball dann erlebt hat und sich da weiterentwickelt hat, dass man da die Fortschritte gesehen hat. Ja, dann mein erstes Profispiel in Erfurt, oder für Erfurt in Magdeburg vor voller Hütte. Das wird man auf jeden Fall nicht vergessen. Oder auch in Rostock. Waren schon super Spiele. Und das waren jetzt auf jeden Fall so mit dem Drittliga-Aufstieg dann natürlich, auch wenn der leider durch die ganze Corona-Situation nicht so im Kopf geblieben ist, wie er es eigentlich verdient hätte. Ja. Schließen wir gleich an mit dem anderen Extrem. Was war deine größte Enttäuschung als Fußballer? Ja, Enttäuschungen auf jeden Fall sind immer Verletzungen, die man nicht einplant. Ansonsten ja, hätte auch das ein oder andere Gespräch mit Trainern oder so ein bisschen besser laufen können oder ja, das sind dann immer solche Sachen, die einen dann begleiten, aber definitiv eher die Verletzung. Immer gefragt ist auch ein kleiner Blick in die Kabine. Wer sind denn deine Sitznachbarn? Zu meiner Linken sitzt Bohle und zu meiner Rechten, ja, da haben wir immer mal einen Besuch aus der U23, aber sonst ist ja eigentlich auch frei der Platz. Okay, mein rechter Platz ist frei, ja, sozusagen, genau. Wie in der Schule früher. Was traust du dem VfB nächste Saison zu und wie schätzt du die Chancen für euch ein, möglicherweise auch aufzusteigen? Ja, man kann auf jeden Fall das Ziel haben und das müssen wir auch haben, aber Plan ist halt immer schwierig. Man sieht das ja auch dieses Jahr mit Oldenburg, dass da meistens in der 90. Minute dann auch noch ein Tor passiert und dass das dann das Spiel entscheidet. Und ja, wenn man sowas nachher hat, dann entscheidet man auch die Spiele und dann ist man auch ein Aufsteiger und das müssen wir nächstes Jahr hinbekommen. Ein gutes Team werden und dann auch dreckige Dinge ziehen, auch wenn es dann mal lange 0-0 steht. Da müssen wir uns hinentwickeln und dann ist es definitiv möglich. Ja. Welches ist denn dein Lieblingsverein außer dem VfB? Ja, also ich bin eigentlich schon ein Borussia Dortmund-Sympathisant, Fan. Ja, seit Klopp da war, habe ich den Verein so ein bisschen in mein Herz geschlossen. So. Das ist einfach so euphorisch und ehrlich und das hat mich sehr beeindruckt. Ja. Dann wird auch dein Insta-Kanal von dem einen oder anderen natürlich verfolgt und hier wurde festgestellt, dass du ein Foto im Trikot der Green Bay Packers gepostet hast. Was sind die Gründe für dich gewesen, die Packers sozusagen gut zu finden oder ein Fan zu sein? Ja, ich habe vor 5 Jahren, 6 Jahren angefangen, so ein bisschen Football zu gucken. Vorher ging es eigentlich eher um den Super Bowl, so mit Freunden mal. Dann ging es nachher los, auch die Saison zu gucken und
Ja, da war dann Aaron Rodgers einfach so ein Spieler, der mich, der mir sehr da schon aufgefallen ist mit meinem Unwissen und nachher auch, als ich das Spiel dann mehr verstanden habe, mich sehr beeindruckt hat. Und so kam es dann dazu, dass es dann die Packers sind, aber jetzt so großartig das Verfolgen und Fan bin ich auch nicht. Die nächste Frage, die anschließt, ist dann auch noch mit Football. Hast du denn schon mal ein Spiel der Cougars gesehen, die ja hier in Lübeck relativ hoch spielen? Nein, leider noch nicht. Ich hatte das in Braunschweig mal gehabt, dass ich bei den Lions zugeguckt habe, aber jetzt hier bei den Cougars noch nicht. Ich kenne auch ein, zwei, muss ich jetzt definitiv auch mal nachholen. Kommen wir wieder zum Fußball und auch ein bisschen zu deinen Wurzeln. Welche Verbindung hast du zum Eichholzer SV und kannst du dir vorstellen, deine Karriere dort ausklingen zu lassen? Ja, immer noch sehr gute Verbindung. Gerade mit den Jungs, mit denen ich in der Jugend gespielt habe, da sind einige dann jetzt auch in den Herrenmannschaften vertreten. Mein Bruder zum Beispiel auch. Und ja, wenn es zeitlich passt, jetzt gerade wo ich wieder in Lübeck bin, gucke ich auch immer gerne mal zu und drücke denen die Daumen. Ja, Karriere ausklingen lassen, wird man dann sehen. Ist ja noch zum Glück ein bisschen hin. Ja, das hoffen wir doch. Dann gibt es jetzt zwei kurze Entweder-Oder-Fragen. Wie auch immer die in diese Fragenrunde geschafft haben. Marzipan oder Döner? Erst Döner und Marzipan zum Nachtisch. Du magst grundsätzlich beides, dann nehme ich den. Ich mag grundsätzlich beides, ja. Gut, und die andere Frage beschäftigt sich dann eher mit der Aftersaison sozusagen. Bierkönig oder Megapark? Bierkönig. Stammgast? Ja, ist auch schon wieder leider ein bisschen zu lange her, durch ganz Corona-Kram, durch den ganzen Corona-Kram. Mal gucken, wann das jetzt das nächste Mal wird. Am besten nächstes Jahr mit dem Aufstieg. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Auch da gleich noch eine Anschlussfrage. Welcher deiner bisherigen Mitspieler war dann am trinkfestesten? Ja, als ich nach Erfurt gekommen bin, hatten wir eine alte Garde mit Christoph Menz und Jens Möckel. Also das waren schon gute Haudegen. Laurito, ja, da waren schon ein paar alte Kerle dabei, die haben schon ein bisschen was vertragen. Gut, dann die Frage, was für ein Auto fährst du? Ja, ich teile mir eigentlich ein Auto mit meiner Freundin. Wir haben einen VW Golf, ansonsten mache ich sehr viel mit dem Fahrrad. Genau, auch zum Training bist du regelmäßig mit dem Fahrrad hier unterwegs. Die nächste Frage ist, wo siehst du dich in 10 Jahren, sportlich und privat? Ja, ich hoffe noch ein bisschen auf dem Fußballplatz auf jeden Fall. Denke mal aber trotzdem, wenn es nicht auf dem Platz ist, dass ich auch neben dem Platz ein bisschen mit dem Sport verbunden bleiben werde. Dann sehe ich mich auf jeden Fall noch im Norden eigentlich mit meiner Familie. Und ja, das klingt eigentlich sogar ganz gut, oder? Ja, ne, warum nicht? Klare Pläne, familientechnisch hast du sozusagen, hast du eben auf Insta auch schon durchklingen lassen. Ich werde jetzt 27 und ich hatte das immer als gutes Alter empfunden. Und ja, jetzt wird man mal gucken, ne? wo das jetzt hingeht. Sehr gut. Und dann kommt noch eine obligatorische Frage aus der Mannschaft. Mathis Daube möchte wissen, ob denn der Kaffeefleck aus deinem weißen Pulli rausgegangen ist. Nee, noch nicht. Der ist in der Reinigung. Die Rechnung bekommt er. Erzähl kurz, was ist da passiert? Ach, unten in der Kabine, die blödeln da immer alle ein bisschen rum und dann hatte ich halt noch einen Kaffeebecher in der Hand und da ist das ein bisschen schief gegangen. Aber passiert auch. Genau, wenn das alles ist und das ist auch die einzige Frage, die aus der Mannschaft kam. Ich glaube, das darfst du als Kompliment betrachten. Du gehörst schon zu den erfahreneren Kräften, die hier nicht mehr für die ganz großen Blödeleien missbraucht werden sozusagen. Ja, generell bin ich für jeden Spaß zu haben, aber die wissen schon, mit wem sie es machen können und mit wem nicht. Bei mir gibt es auf jeden Fall sonst was noch zurück. Wunderbar, Motte. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Und dann auf ein neues demnächst auf dem Fußballplatz. Jo.